Es wird gerade dunkel hier an der alten Festung, also legen wir los. Direkt mal hier auf Brassen gehen. Ja, und da sind wir dann auch schon. Einfach aus der Festung raus, schnell hier rüber und dann ab zum wohl aktuell laufenden Spot. Ich bin da sehr gespannt. Ich teste das jetzt hier blind. Aber Theox, der hat hier gerade schön gestanden und rausgezogen. Und ich war gerade eh unterwegs hier an der Festung. Hab gerade schon ein bisschen Hechte geangelt und ein bisschen auch auf Schleie probiert. Und da habe ich gedacht, komm, Alter, Brasse geht doch immer. Also probieren wir mal ein bisschen auf Brasse. Also, wir gucken rein. Wir sind hier an der Stelle. Und ich brauche natürlich das Feeder-Setup. Wir gehen aber insgesamt natürlich deutlich leichter und feiner rein. Wir brauchen ja für die Brasse nicht so ein schweres Setup. Jetzt habe ich hier gar nicht passende Schnüre. Weißt du was? Wir lassen das hier oben. Wir gehen einfach vom Vorfach runter. Wir nehmen die normale Brassenfuttermische. Absolut essentiell für Brassen. Wenn ihr noch keine Futtermische herstellen könnt, dann am besten nicht auf Brasse gehen. Ist nicht so wirklich effektiv. Kann man machen, ja. Aber wie gesagt, so richtig ballert das nicht rein. Ja, man hat halt deutlich mehr Chancen auf Brassen. Ich gehe mal hier nur auf 6,4 Kilo vom Vorfach relativ fein rein. Und wir nehmen einen 1er Haken. Hier 1er Haken klassisch. Und Quarkteig. Habe ich den jetzt gerade nicht ausgewählt? Doch, jetzt ist er. Hat ein bisschen gedauert. Genau. Und ein bisschen Quarkteig dazu. So, so sieht das Setup schon mal aus. Das ist quasi absolut basic. Ja, ich glaube, es gibt viele Brassenvideos schon hier auf dem Kanal. Einfach mal Brasse in die Kanalsuche eintippen. Dann findest du auch ganz, ganz viele Infos zu verschiedenen anderen Spots. Und ja, eine Möglichkeit, wie gesagt, hier oder eine klassische Kombination. Ne? Dünnes Vorfach, also nicht ganz so dick da reingehen. Und dann entspannt hier mit einem Futterkorb auf jeden Fall. Und Brassenfuttermische. 1er Haken ist immer ganz gut. 4er Haken könnte man auch noch nehmen. Aber ich versuche eher die großen Brocken zu ziehen. Wir wollen ja ein bisschen Kohle machen. Und dann machen wir hier einen 15-Meter-Clip. Und dann raus damit. Ich muss mal gucken, wie weit ich aufladen muss. Ja. Mit dem Setup hier doch relativ weit. Ganz wichtig natürlich immer die Bremse anpassen. Immer erst die Bremse ein bisschen weiter runter machen. Gerade wenn man nicht weiß, wie doll denn jetzt das Setup hier eingestellt ist. Oder wie sehr dann eben die Action Bar ausschlägt. Dann die nächste Brassenmische hier rein. Auch hier wieder runter. Jetzt müssen wir uns schon ein bisschen beeilen. Denn die frühen Abendstunden, da geht es dann halt schon los. Ne? Also man muss rechtzeitig da sein. Am besten schon so 18, 19 Uhr am Spot sein. Dann schon mal direkt anfangen, alles auswerfen. Anfüttern ordentlich. Denn die Brassen mögen halt viel Futter. Auch hier wieder erstmal runter von der Bremse. Und das dritte Setup auch nochmal schnell. Schön auf Brasse. Zack. Vorfach runter. Gehen wir hier auf wieder 6,4. Man könnte auch noch ein bisschen leichter reingehen, aber wenn man überlegt, dass so eine 4 Kilo Brasse, 4,4 Kilo, so Trophy-Gewicht, ja, das ballert dann halt schon ordentlich rein. Und ich gehe jetzt hier schon relativ klein rein. Man kann auch hier mit dem Feeder-Set Start natürlich stehen. Das kann man natürlich auch machen. Dann hat man natürlich schon einen vernünftigen Drill. So, jetzt haben wir hier den letzten Futterkorb. Ich habe erst 2 Futtermischen drin und weil wir ja jetzt hier schon so spät haben, baller ich jetzt hier einfach schön. Das ist jetzt wie Futterrakete oder wie PVA oder. Wir ballern jetzt hier auf 15 Meter Clip. Jetzt haben wir hier schon 4, 5 Futtermischen drin. Da vorne zuppelt es aber auch schon. 5 und dann machen wir jetzt hier 6. Zack, machen wir mal. Ich glaube 6 Stück, das reicht jetzt erstmal. Erstmal Futter rein. Jeder Auswurf ein Futterbällchen weniger. Erstmal rein damit. Zack, 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 zack. So. Und dann zuppelt das hier auch gleich los. Die ersten Brassen haben ja schon ein bisschen gezuppelt. Ich kann mal ein bisschen lauter machen. Zack, da geht auch die erste rein. Oh, ganz wichtig. Ich lasse sie nochmal schnell runter. Bremse runter. So. Und dann gehen wir langsam hoch. Und jetzt sehen wir, okay, mit dem Vorfach kann ich hier ungefähr, und der Bremse, die ich habe, ungefähr auf ein 13 hochgehen.
Und dann passt das doch. Zack, 1,5er Brasse, erster Startschuss, gar nicht schlecht. Also direkt wieder raus damit. Zack, absinken lassen. Hier vorne hat es auch schon kurz gezubbelt. Hier auch. Ja, und dann kann das jetzt losgehen. Dann können die jetzt hier gerne reinballern, die Brassen. Und dann geht das Ganze jetzt natürlich im Idealfall bis morgens 8, 9 Uhr. Und irgendwann sieht man eben, dass die Brassen kleiner werden. Ne? Und wenn die dann klein sind, ja, dann reicht es auch. Dann haut man hier wieder ab. Dann holt man sich irgendwie eine Stelle, wo dann, zack, wo dann vielleicht eher die Schleie am Tag reingeht. Dann geht das halt ab. Na, das ist doch schon nicht schlecht. Das ist doch schon ein schöner Brocken hier. Gucken wir mal gleich, was das ist. Da hat doch schon jemand Bock. Erster Auswurf hier auf der Route. Das könnte doch schon hier 3 Kilo plus auf jeden Fall sein. Vielleicht sogar noch mehr. Kriege ich noch ein bisschen höher. Ja, aber jetzt wird es langsam eng. Oder im schlimmsten Fall geht auch noch ein Amur rein oder ein Schuppenkarpfen. Auch absolut möglich, ne? Alte Festung und so Teige. Da sind Amure und Schuppenkarpfen auch nicht unbedingt selten. Ja, es ist ein Schuppenkarpfen. Guck mal da. Also, passiert eben durchaus. Jetzt sehen wir natürlich noch mal ein bisschen mehr zu, dass hier einfach noch mehr Brassen rumschwimmen gleich. Und dann verscheuchen wir mit noch mehr Futtermische hier vielleicht noch gleich die Schuppenkarpfen. 4 Kilo Schuppenkarpfen, aber guck dir an. 4 Kilo hätte auch eine Brasse sein können, ne? Geht also mit so einem leichten Setup dann ordentlich ab. Aber das macht ja nichts. Wir gehen halt in den Drill, Bremse wieder ein bisschen runter. Zack. Hier haben wir direkt den nächsten Kandidaten. Ich mache übrigens zwischendurch mal hier Shift, rechte Maustaste, Steuerung, rechte Maustaste. Kurz den Anschlag setzen. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, hat das jetzt gut gehakt oder nicht. Wobei ich eigentlich hier von dem Setup her und von den Haken her ganz gut ausgestattet bin. Aber trotzdem einfach nur auf Nummer sicher. Ist ja auch schnell gemacht, so einen kurzen Anschlag hier bei den kleinen Brassen. Zack, dass da nicht irgendwie noch was ausschlitzt. Und dann geht das weiter. Und jetzt hat gerade die Happy Hour gestartet. Ja, 2 Uhr in der Nacht. So lübt das. Und erstmal schön Video machen. So ist das. Also, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, hilft mir mega. Und motiviert, vielleicht auch in der nächsten Nacht die nächsten Videos zu machen. So, also runter damit und es fängt schon wirklich gut an. Kann man nicht anders sagen. Machen wir mal ein bisschen leiser hier, das Gezwitscher in den Ohren. Guck mal da, Brasse 3 Kilo, Zeox rasiert hier weiter. Er ist noch gängig, er gibt noch Gas, ich hock da gerade vor. Aber hier schöne 3,8er sogar. Also da gehen die Brocken tatsächlich rein, sehr sehr cool. Dankeschön für den Spot und für das Teilen im Discord. Link zum Discord übrigens unterm Video. Da einfach mal reinschauen und gucken, was da so geht. Und wenn du da eine geile Stelle gefunden hast, schön ausgiebig beschreiben, wie und wo das läuft. Dann kann man da einfach ratzfatz hingehen, das nachvollziehen. Und dann macht das eben auch Bock, auf solche Spots zu angeln. Und dann ein bisschen Kohle zu machen. Ne? Brasse halt, wie gesagt, immer das A und O. Gerade fürs entspannte Silbermachen gar nicht verkehrt. Erde bei dem beschriebenen Spot, also diesem Spot jetzt hier, in der letzten Nacht innerhalb von kurzer Zeit rund 160 Silber gemacht. Kann man also ganz gut machen. Na, also ist gerade so für den Anfang ist das gar nicht verkehrt. Und dann, wie gesagt, macht die Map auf und sucht euch Spots, wo man zum Beispiel auf Schleie dann gehen kann. Den Tag über. Die Zeit nutzen, hier in dem Bereich gegenüber, hatte ich auch in den ganzen anderen Videos schon immer erklärt, oder auch hier einfach mal 3 Tage Real-Life-Tage, einfach mal 3 Tage, einfach nur hier diesen Fuß abangeln, verschiedenste Bereiche hier, hier, hier und hier gegenüber, es gibt so viele Möglichkeiten da in dem Bereich mit verschiedensten Ködern rumzuprobieren, einfach mal nur eine Made reinhalten, nur mit einem Mistwurm und so weiter und so weiter. Also das absolut mal ausprobieren. Alte Festung, es ist immer noch ein Gewässer, was eigentlich auch für Low-Level ja geeignet sein soll. Aber ab der alten Festung, und das sage ich auch in allen anderen Videos zum Thema Brasse, ab der alten Festung erst richtig Gas geben, wenn du Futtermische schon geskillt hast und
Köderbeschaffung geskillt hast. Das heißt also, in der Köderbeschaffung bis hier zum Knoblauchteig, das ist nicht so weit. Da muss man nicht so wahnsinnig weit hinskillen. Aber dahin müsste man schon kommen. Knoblauchteig, das reicht. Also bis dahin wäre schon gut. Quarkteig jetzt hier, da muss man schon mindestens Level 16 sein. Hatte ich auch im letzten Video schon gesagt. Quarkteig mindestens Level 16, weil den Quark gibt es am Koori. Der ist halt erst ab Level 16 das Gewässer. An der Molkerei, die da direkt steht am Ufer. Das ist halt ein bisschen tricky, ne? Aber bis zum Knoblauchteig, was halt auch immer wieder ein guter Brassenköder ist, zack, das sollte auf jeden Fall gehen. Und dann genauso eben hier bei der Angelfutterzubereitung für die normale Brassenmische, ne? Wenn wir mal eben N drücken, dann scrollt man hier runter, dann haben wir hier diese ganzen normalen Standardfuttermischen, zack, 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 schön übersichtlich, Brasse. Perlengraupe, also Perlgraupe, Fliegenmade, Hirsebrei, Anis. Perlgraupe, Anis, gucken wir also kurz rein. Angelfutter, ich glaube, das ist dieser Bereich hier, Haferflocken, nee, hier Perlgraupe. Und hier ist dann ab 3 Anis. Also, die Basics, Stufe 3, auch das ist ratzfatz gemacht. Einfach mal eben schön mit den Basis, die Basiskomponenten durchballern hier. Heißt, in der Futterherstellung hier geht man dann einfach nur auf Basis. Man nimmt eine billige Basis. Zack, 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 holt sich davon 50 Stück, ballert die schon mal durch, schmeißt man danach weg. Da hat man zumindest schon mal ein paar Skillpunkte. Oder man macht das, was ein bisschen effektiver vielleicht ist, weil auch nachhaltiger. Man produziert schon mal ein bisschen Güstermische, man produziert vielleicht ein bisschen Rotaugenmische und am Anfang hier Giebel- und Karauschenmische. Ne? Da haben wir wieder die Basis, Sonnenblumenöl einfach nur. Das ist nicht teuer. Und dann verangelt man das Ganze und zieht dann schön am Moskitosee auch noch schön Giebel und Karauschen raus und so weiter. Und dann lübt das halt auch, dass man das Geld, was man rausgegeben hat, eben auch wieder reinholt. Absolut essentiell natürlich, auch das in der ganzen Tutorial-Serie immer gesagt, Skillpunkte richtig verteilen, wenn ihr euch da unsicher seid, Tutorials reinballern. Ich verlinke die nochmal, die ganze Serie. Und die Suchfunktion nutzen. Es kommen momentan so viele neue Spieler ins Game. Nutzt die Suchfunktion, nutzt die Videos. Es gibt so viele Fehler, die man machen kann, gerade im Anfangsbereich. Und dann ist man da auf einmal Level 25 und denkt sich, ach scheiße, hätte ich mal nur schon eher das gemacht, hätte ich mal nur das gemacht, dann könnte ich jetzt schon. Wird alles erklärt. Es gibt einige Spieler, die jetzt gerade frisch reingehen, die sich die Tutorials durchgezogen haben, die super effektiv vorwärts kommen, die richtig geil schon rausziehen können und ja, einfach erfolgreich schnell vorwärts kommen in dem Game. Ja, weil einfach ein bisschen auf ein paar Basics geachtet. Ne? So, ich glaube, es lügt ganz gut. Ich ziehe hier schön einen nach dem anderen raus. Ein paar kleine gehen jetzt gerade da rein. Ich liebäugle auch schon damit, vielleicht nochmal einen anderen Köder zu nutzen. Aber Quark funktioniert. Also es gehen groß genug. Also die sind vom Durchschnitt ist es okay. Na hier, also es passt. Trotz allem, ich teste einfach mal einen anderen Köder. Klassisch natürlich noch Erbsenbrei, auch eine Option. Natürlich der Knoblauchteig gerade erwähnt. Mistwurm auch immer mal wieder eine Option. Hier nehme ich jetzt einfach mal Knoblauchteig. Den ballern wir mal mit rein. Kann man auch einfach mal mischen. Wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr einen Spot testet und einfach mal euch denkt, boah geil, Alter, heute teste ich mal zum Beispiel hier klassische Stelle oder hier klassische Stelle oder eine von denen hier, von hier oder hier oder hier oben. Ist in den anderen Videos alles schon erklärt. Einfach mal eine Stelle testen, dann nehmt ihr drei Routen. Brassenfuttermischer ist ja immer gleich. Drei Routen, drei verschiedene Köder und dann gucken, welcher Köder am besten läuft und darauf dann halt aufbauen. So, ich glaube, genug gequatscht. Mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Brassenkloppen lübt immer ganz gut. Ran ans Wasser. Kanal abonnieren hilft mega. Wenn es euch geholfen hat, dann zieht euch raus die Brassen. Gönnt euch hier. Ja, bis jetzt hier in 10 Minuten passt das. 10 Minuten, 14 Fische, der nächste zubbelt. Also, kann man machen. Auf 15 Meter hier geklippt. Alle weiteren Infos im Discord. Petri Illumils gönnt euch im Idealfall noch die Trophy. Bis zum nächsten Mal.